Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte das heutige Video dazu benutzen, um Dankeschön zu sagen. Ja, Dankeschön auf diese sehr große, positive Resonanz von meinem letzten Video, als ich meine Arbeiten zum Kauf angeboten habe. Viele Dinge sind auch, haben den Besitzer gewechselt, will ich mal so sagen. Und ja, und diese positive Resonanz, die vielen Zuschauer und auch die vielen neuen Abonnenten, das hat mich total begeistert und motiviert mich weiterzumachen. Und ich habe jetzt auch, ich will so mal sagen, mich ausdrücken, richtig Bock drauf. In der letzten Zeit, in den letzten Monaten, in den letzten 1 bis 1,5 Jahren habe ich ja schon immer mal so eine Anwandlung gehabt. Aber da war immer der Geist willig und das Fleisch schwach. Ich bin der Meinung, diesmal ist das anders. Ich werde also wirklich zupacken. Dankeschön möchte ich auch sagen an Sebastian von dem Kanal Bastelbox, der mich in einem seiner letzten Videos erwähnt hat und empfohlen hat. Also Sebastian, nochmal Dankeschön an dieser Stelle und ich werde auch deinen Kanal in der Infobox verlinken. Nun möchte ich dieses Dankeschön-Video auch dazu verwenden, mal was zum Werdegang meiner Person zu sagen, wie ich bis hierher gekommen bin. Denn das ist nicht ganz selbstverständlich, da ich diesen Beruf, also Tischler, wirklich nicht gelernt habe. Ich bin auch kein Meister, Tischlermeister. Eher ein Kunsthandwerker und mit dem Ausdruck auf, mit dem Schwerpunkt auf Kunst. Ja, das also nun mehrjährige Pause gegeben hat und viele neue Zuschauer dabei sind, möchte ich noch mal was zu meiner Person sagen. Ich habe also den Beruf nicht gelernt, bin aber in einer Tischlerfamilie groß geworden. Mein Großvater war Tischler, hatte eine kleine Tischlerei, wollte die später vergrößern. Dann kam der Zweite Weltkrieg dazwischen und er ist nicht wiedergekommen. Danach hat mein Vater dann diesen Beruf gelernt und hat in der kleinen Werkstatt immer so nach Feierabend, der war nicht selbstständig, gearbeitet und auch teilweise zu der damaligen Zeit Heimarbeit gemacht, für die Firma zu Hause gearbeitet. So, und ich musste als Schuljunge immer erst mal 1-2 Stunden mit ran in der Werkstatt, bevor ich meinen Interessen nachgehen konnte. Ja, und da habe ich schon so einiges beigebracht bekommen, aber ich konnte es nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr riechen. Das schöne Holz, sage ich, aus heutiger Sicht. Und ich habe mir geschworen, ich wäre alles, nur nicht Tischler und bin Elektriker geworden. Ja, also auch Handwerker. Und erst viele Jahre später, als dann niemand mehr da war und die Werkstatt verwaiste, habe ich mich ihrer angenommen und da gab es dann auch so mehrere Schlüsselerlebnisse, die mich dann geprägt haben. Die alten Gusseisenmonster, die haben mich nicht interessiert. Das war mir zu gefährlich, daran zu arbeiten, war mir meine Finger zu wichtig. Aber die alte Hobelbank, die Handwerkszeuge, alles habe ich mir hergenommen, habe es restauriert. Ich kann mal ein paar Bilder zeigen von der Hobelbank. Da habe ich ca. 200 Stunden dran gearbeitet.
Wahnsinn. Andere hätten da Feuerholz draus gemacht, aber mir war das zu wichtig, dieses Teil zu erhalten. Und die alten Hobel und Sägen, Gestellsägen habe ich gefunden und ja, die habe ich hergerichtet. Da musste ich mich natürlich als erstes drum kümmern, wie kann ich die Eisen schärfen und auch die Sägeblätter. Habe mich gekümmert, habe Anleitungen im Internet gefunden und habe gedacht, um Gottes Willen, das lernst du nie. Und wer meine Videos verfolgt, wird sehen, dass ich das gelernt habe und sogar Sägeblätter selber herstelle oder hergestellt habe und das also auch zur Perfektion getrieben habe, sodass ich anderen dann das noch beibringen konnte. Wobei ich Tutorials eigentlich nie machen wollte. Aber hin und wieder ist es doch dazu gekommen. Ja, und während andere dann mit sich Gedanken gemacht haben, mit welchen Maschinen kann ich meine Arbeiten am effektivsten verrichten, habe ich überlegt, welche meiner Handwerkszeuge kann ich verwenden, um meine Arbeit am besten zu machen. Ja, und dann hat das alles seinen Lauf genommen. Alles, was ich bis dahin noch nicht konnte. Ich habe die alten Lehrbücher und Tischlerbücher habe ich gefressen. Und dann hat das auf einmal geklappt, weil die innere Einstellung ganz anders war. Ich wollte das können, genauso wie die Shellac-Politur. Die wollte ich unbedingt können und habe dann mir das also auch selber beigebracht. Habe vielleicht ein Vierteljahr, 4 Monate können es auch gewesen sein, gebraucht, bevor ich einigermaßen wiederholbare gute bis sehr gute Qualität geschafft habe. Und dann habe ich immer nur Sachen gebaut für mich, die poliert werden mussten, damit ich es nicht wieder verlerne und eben meine Fähigkeiten dabei immer mehr verbessere. So, und deswegen habe ich auch am Anfang, als mein Kanal gestartet hat, in 2012 war das, immer wieder betont und auch die nachfolgende Zeit immer mal wieder betont, dass ich keinen Anspruch erhebe auf schulbuchgerechtes Bauen und Arbeiten, sondern ich habe meinen Kanal damals auch genannt Faszination Holzbearbeitung mit Handwerkszeug. Ja, ich wollte also lediglich in den Videos zeigen, meine Leidenschaft und meinen Spaß und meine Freude, die ich habe, für die Holzbearbeitung mit Handwerkszeug. Naja, und dann ist natürlich, hat sich das entwickelt. Meine Projekte wurden immer anspruchsvoller. Und für mich galt dann immer, je schwieriger, desto besser und geht nicht, gibt's nicht. Also ich wollte und habe auch so manches Mal Dinge gemacht, wo andere gesagt haben, das geht nicht. Und ich habe es dann hingekriegt und ich habe meine Arbeiten immer als Abenteuerreise empfunden, ob ich es wohl schaffe, das, was ich mir vorher vorgestellt habe, so umzusetzen und dass das Ergebnis dann so aussieht, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Und ich wüsste jetzt kein Projekt, wo das nicht geklappt hat. Meistens habe ich meine eigene Vorstellung noch übertroffen. Ja, und wer das mal nachvollziehen möchte, dem kann ich es nicht ersparen, in den Ursprüngen anzufangen meiner Videos und sich durchzuschauen. Aber da muss er ein paar Stunden Zeit mitbringen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Als ich noch im Arbeitsprozess gestanden habe, 40 Stunden Arbeitswoche als Elektriker, habe ich so ca. 25 bis 30 Stunden noch in der Werkstatt verbracht. Die Werkstatt hat immer mal gewechselt und mal war sie im Haus mit, mal war sie woanders, bis ich meine große Werkstatt hatte. Das kann man sich alles in den Videos ansehen. Und ich bin natürlich auch auf Widerstände gestoßen. Ratet mal, wer der größte Widerstand war. Meine Frau. Aber ich habe mich nicht beirren lassen. Und
Ja, im Endeffekt hat sie sich dann irgendwann daran gewöhnt, dass ich meiner Leidenschaft frönen musste. Und meine Parkinson-Erkrankung, die dann irgendwann ins Spiel mitkam, die habe ich ausschalten können, wenn ich in die Werkstatt gegangen bin. Tür hinter mir zu, andere Welt und alles ist von mir abgefallen. Bis es nochmal einen Schub gab und ich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Meine Parkinson-Erkrankung ist inzwischen nicht geheilt, sie ist ja nicht heilbar, aber ich habe mir eine Behandlung angedeihen lassen, die die Symptome wesentlich verbessert hat. Also meine rechte Hand wird nie ganz ruhig werden, aber viele andere Dinge sind einfach weg, Begleiterscheinungen. Aber dazu sage ich jetzt nichts weiter, da gibt es extra Videos. Wie es mir ging zu den schlechten Zeiten und wie es mir dann ging, als das angeschlagen hat, die Behandlung. So, ich denke mal, das wäre jetzt informativ genug für alle, die mich noch nicht so kennen. Und ich würde jetzt Schluss machen, weil ich bin schon an der Bearbeitung des nächsten Videos. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber es sind einige Projekte angedacht und es wird auch nur jetzt 2, 3 Tage dauern, bis das nächste und erste Video dazu kommt. Also bis dahin bleibt schön neugierig. Ciao. Ciao.